Hallo liebe Leute, willkommen zum Unpacking. Ich habe mir was von Rebuy bestellt und schauen wir mal, was da drin ist. So, als erstes haben wir hier ein Super Nintendo Spiel. Champions World Class Soccer. Ein weiteres Fußballspiel für meine Super Nintendo. Dann, ein original verpacktes Jimmy Connors Pro Tennis Tour Spiel. Hab lange nicht mehr so ein original verpacktes Spiel in der Hand gehabt, weil damals habe ich die Teile, also die Verpackung immer weggeschmissen und nur das Spiel behalten. Aber es ist mal schön, wieder so ein Spiel in der Hand zu halten. So, ja. Nice. Ich denke, da ist auch Booklet und sowas da drin. Cool. Finde ich echt geil. So, dann kommen wir zu den Filmen. Als erstes Eine schlaflose Nacht in New York mit Steve Martin und Goldie Hawn. Zwei meiner Lieblingsschauspieler. Eine sehr schöne romantische oder Familienkomödie. Englisch, Deutsch und Ungarisch als Sprache sind drauf. So, weiter. Weiter geht's mit Second Chance. Alles wird gut. Ja. Deutsch. Hier ist nur Deutsch und Deutsch drauf. Aha, kein Englisch. Okay. Sieht so noch so nur so Mafiosi-Film aus. Komödie. Oh, ich liebe Komödien, ne? Noch so ein Mafiosi-Film, Komödie, Mr. Undercover. Ja. Und das ist doch sogar verpackt in Folie. Sehr schön. Deutsch, Englisch, Italienisch ist die Sprache. Und Chris Caton, den kenne ich doch von irgendwoher, dachte ich schon. Ah, das ist doch der von Roxbury. Also, wenn ihr Roxbury noch nicht gesehen habt, ihr müsst Roxbury unbedingt anschauen. Der ist echt total geil. Und da spielt auch er mit hier. Eine tolle Komödie. So, weiter geht's. Nachts im Museum. Mit Ben Stiller. Ich hatte den zweiten Teil und der erste Teil fehlte mir noch. Und jetzt habe ich den auch komplett. Wo halt nachts diese Figuren und so lebendig werden. Und Deutsch und Englisch ist die Sprachausgabe. Eine nette Komödie mit Ben Stiller. Ich mag Ben Stiller Filme. Bis auf ein paar Ausnahmen sind die generell sehr gut. Weiter geht's. Freche Biester. Eine Teenager-Komödie oder so. Keine Ahnung. Freche Biester. Deutsch, Englisch. Ja. So, dann haben wir hier In and Out mit diversen Schauspielern hier. Tom Selleck zum Beispiel. Das ist auch eine sehr coole Komödie. Also ich kenne den vom Fernsehen und In and Out. Fehlt mir noch auf DVD, hab mir das geholt und ich glaube, der heißt wie heißt der nochmal, der eine Typ, Calvin Klein oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall eine nette Komödie. So, dann geht's weiter mit Spanglish mit Adam Sandler. Wie gesagt, wie Ben Stiller gefallen mir auch Adam Sandler Filme und Spanglish ist auch so eine sehr intellektuelle und sehr coole Komödie. Deutsch und Englisch ist da drauf. Ja. So, dann habe ich Tom Green Subway Monkey Hour. Eine
Tom Green reist nach Japan. Also mir gefällt Tom Greens Humor. Manchmal ist er sehr derb und macht wirklich verrückte Sachen, aber generell gefallen mir seine Witze und sein Humor gefällt mir. Und ist nicht jedermanns Sache, aber ist nur Englisch, natürlich, mit Untertiteln. Und ist so 50 Minuten, ja. Mal sehen, was Tom in Japan macht, und das kann man sich hier reinziehen. So, dann haben wir, die ist aber richtig schwer. Also die DVD ist echt schwer. Ich denke, da ist ein dickes, fettes Booklet drin. The Tom Green Show, The Best Of. The Bam Bam Song ist da drauf. Bonus Musikvideo. Mhm. Inklusive das Beste von Besten. Jo, dauert 47 Minuten. Und wer Tom Green den Humor mag, der kann sich das reinziehen. So, und dann habe ich hier noch Mr. King. Wer entführte Mr. King? Wer entführt Mr. King? Wenn du ihn kidnappen willst, zieh eine Nummer. Anthony Anderson. Okay. Ja, okay. So, das waren die Rüberbestellung. Wie gesagt, eine Teenager-Komödie und Adam Sandler-Filme, Tom Green DVDs, Ben Stiller, Nachts im Museum und Steve Martin. So querbeet durch verschiedene Komödien und zwei Spiele dazu. Ja, Leute, es ist jetzt mitten in der Nacht und ich bin ein bisschen müde. Auf jeden Fall eine nette Sammlung und eine Bereicherung für meine Sammlung. So, bis demnächst, sage ich. Bye, bye.